Hallo meine Lieben, heute habe ich ein anderes Video für euch vorbereitet und zwar möchte ich mit euch ein paar von meinen Stanzen wegräumen. Dazu möchte ich euch zeigen, wie ich meine Stanzen überhaupt aufbewahre. Ich habe die in zwei verschiedenen Größen und zwar in CD-Hüllen. Das sind sozusagen die kleineren Stanzen, aber ich habe hier eine Box als Beispiel für euch. Und davon habe ich insgesamt inzwischen 5 Stück. Das heißt, sie sind wirklich alle voll. Da sind dann Stanzen, sind alle laminiert. Ich habe den verschiedene Teilabschnitte geteilt. Also ich habe hier Quadrate vorne, das fängt halt in der Box vorher an. Dann Rechtecke, Schmetterlinge, Schnörkel, Spellbinders, Steampunk, Sterne und Tags und Tabs und Labels. Das ist halt alles ein bisschen gemischt. Ich kaufe die CD-Hüllen online und mache mir halt aus Druckerpapier dann Zuschnitte von 12,1 cm mal 12,1. Diese werden dann anschließend laminiert und mit Magnetklebefolie beklebt an den Stellen, wo ich dann denke, dass das halt am sinnvollsten ist, dass die Sachen halt auch daran haften bleiben. Wie ihr seht, bei den kleinen CD-Hüllen ist das gar kein Problem. Die bleiben auch meistens wirklich an Ort und Stelle. Und für den Fall, dass mal doch was sich lösen sollte, weil man das geknickt hat oder keine Ahnung, bleibt das in der Hülle. Ich habe aber natürlich auch größere Stanzen. Und diese sind in meinem Körbchen. Das ist ein Körbchen von Action. Das habe ich schon eine Weile. Ich habe hier auch Stanzen drin, die überhaupt einfach für meine Maschine ungeeignet sind. Da habe ich mich einfach vergriffen. Ich wusste nicht, dass ich dafür eine A4-Stanzmaschine brauche. Und die habe ich nicht. Aber zum Wegschmeißen ist mir das halt einfach zu schade. Und auch hier habe ich dann meine Stanzen drin. Das ist zum Beispiel eine, die komplette Kartengröße A5 ausfüllt, A6 meine ich, und das sind Hintergrundstanzen, die habe ich sogar beidseitig, so als Beispiel nur. Was haben wir noch Schönes? Hier habe ich von Tonic Studios also ein Herz in verschiedenen Größen, auch ziemlich groß, das ist jetzt A5. Und da ist das gleiche System. Ich habe auch dafür extra Hüllen gekauft in A5. Da laminiere ich mir halt auch die Sachen fertig und mit Magnetklebeband wird das Ganze dann festgehalten. Wie gesagt, das ist eigentlich total simpel. Druckerpapier hat jeder zu Hause. Hebelschneider, um das Ganze passend zuzuschneiden. Ich mache jetzt eine für eine CD-Hülle, das heißt 12,1. Mal 12,1. Dann wird das Ganze natürlich auch beschriftet. Da könnt ihr euren Stift eure Wahl für verwenden. Ich habe jetzt schon so ziemlich alles wegsortiert und deswegen das Einzige, was bei mir noch ein bisschen an der Seite liegt, was ich nicht so oft verwende oder einfach, weil ich das geschenkt bekommen habe. Und ja, das sind jetzt keine richtigen Stanzschablonen, das sind jetzt Schablonen für Sticken, zum Sticken und zum Embossen. Aber auch da seht ihr, die Originalhülle ist so groß, die ist auch nicht gerade dünn. Das ist nämlich so eine Art Booklet drin. Das ist doppelte Pappe. Ich bewahre sowas nicht auf. Für mich ist das unnötig. Aber ich notiere mir natürlich trotzdem alles, was wichtig ist. Das heißt, die Folie geht schon mal weg. Das hier ist Marianne Design. Und zwar heißt die Serie Elaine's Cuddly Animals.
Und das ist die Stanze oder die Prägeschablone Kitten. Was auch immer wichtig ist, viele Sachen haben auch eine Nummer dran. Das heißt, diese Serie zum Beispiel hat 6 verschiedene Tiere. Und damit ich dann für später, wenn wirklich Nachfrage da ist und nachvollziehen kann, aus welchem Set das kommt oder wie die Stanze oder die Schablone in dem Fall heißt, schreibe ich mir die Nummer auch mit auf. Das ist natürlich vom Hersteller zum Hersteller unterschiedlich. So, dann brauche ich eigentlich nur noch die hier abtrennen. Auch ab und zu hier Klebereste. Muss natürlich alles ab. Ich glaube, diese Stanze, ich weiß nicht, ob sie aus dem Flohmarkt kommt oder ob ich die tatsächlich geschenkt bekommen habe. Also nach so vielen Jahren kann man viele Sachen halt nicht mehr nachvollziehen. Ich fand die süß. Ich habe das sozusagen so ein Tierchen auch schon als Häschen. So, hier ist gut. Und dann kann das schon in die Mülltonne. Jetzt brauchen wir natürlich Laminierfolie. Die hole ich mir tatsächlich beim Action. Da mache ich mir keine Gedanken. Auch meine Laminiermaschine ist vom Action. Die funktioniert dafür wirklich gut. Hier habe ich noch eine Folie in A5. Da habe ich Stanzen von Action drin aufbewahrt. Ich hatte eine Zeit lang keine Möglichkeit gehabt, Magnetklebeband zu kaufen. Entweder waren die Geschäfte geschlossen, dass man die gar nicht betreten durfte, oder zum Beispiel das, was im Action vorher, was ich gekauft hatte, ist komplett aus dem Sortiment verschwunden. Und da habe ich dann lange Zeit gewartet und gehofft, dass das wiederkommt. Tat es aber leider nicht. Deswegen habe ich jetzt die teurere Variante für 2 Euro die Rolle im Teddy eingekauft und versuche dann halt jetzt so ein bisschen das Ganze aufzuarbeiten oder das, was ich habe liegen lassen, jetzt zu verräumen. Das ist jetzt die Laminierfolie. Ich habe das jetzt so ein bisschen mit Abstand reingelegt. Hier ist auch mein Laminiergerät schon vorgeheizt. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Also wenn ihr die Tasche aufmacht, versucht ihr das Papier so nah wie möglich an die Kante. Und im Idealfall ist das halt A5 groß. Und das andere, ja, einfach mit der geschweißten Seite ins Laminiergerät rein. Und den Rest macht das Gerät selber. Ab und zu passiert auch mir, dass das Laminiergerät das Ganze frisst. Hier das Gerät von Action hat hier eine Lösefunktion. Das heißt, ihr könnt das auch quasi nach rechts ziehen. Und dann stoppt das Ganze und ihr könnt das wieder rausziehen. Ihr habt zwar eine Ziehharmonika, aber immerhin ist das Gerät nicht kaputt. Mir ist zumindest das letzte Gerät so kaputt gegangen. Es hat sich drumherum gewickelt und ja, dann war das Gerät nicht mehr zu retten. Aufschrauben, auseinandernehmen wollte ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nach so vielen Jahren wäre Neues fällig. Und wir probieren einfach das von Action aus. Und es funktioniert, es tut sein Werk. Wie man sieht, das dauert eine Weile. In der Zwischenzeit kann ich ja schon meinen Hebelschneider holen. So, das war's. Ich kann das Gerät wieder ausschalten, weil ich das im Moment nicht brauche. Ich habe für meinen Hebelschneider oder einen alten Hebelschneider aufbewahrt von Aldi, glaube ich, war das. Mit diesem alten Gerät schneide ich diese Folie. Das heißt, habt ihr ein neues, gutes Schneidesystem, bitte nicht dafür benutzen. Das mit der Folie, das macht das Gerät irgendwann schon stumpf. Das heißt, ihr müsst da sozusagen nicht das Neueste nehmen. Und wenn ihr was Altes rumliegen habt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also
wie gesagt, bei mir ist das wirklich nur noch zu dem, zum Laminieren gedacht oder das Laminierte zu schneiden. Ich habe inzwischen so viele Geräte und bei manchen Sachen dann denke ich, okay, entsorgen. Hier dann halt eben nicht. Solche Reste werden weggeschmissen. Ihr müsst auch relativ an der Kante entlang schneiden. Ich weiß gar nicht, ob man das vernünftig sehen kann. Auch wichtig ist immer festhalten, mit der Hand hier runterdrücken und dann schneiden. So. Auch wichtig, ihr müsst eine gewisse Kante lassen. Ihr dürft dann halt nicht ins Papier reinschneiden. Das heißt, so Millimeter oder halber Millimeter drumherum wäre ideal, dann geht eure Laminierung nicht auf. So. Solche größeren Stücke werden bei mir aufbewahrt. Wieder weg und ich kann euch näher ranholen. So, das ist jetzt sozusagen unsere laminierte Vorlage. Hier ist unsere Tasche dafür. Hier habe ich Magnetklebeband und meine Stanzen bzw. Schablonen in dem Fall. Ach, will sich nicht lösen. Also ich bin relativ sparsam mit dem Magnetklebeband. Ich klebe mir nicht alles voll. Auch sehr wichtig, eine beschichtete Schere, weil das selbstklebende Band, Magnetklebeband, kann auch eure Schere kaputt machen. Deswegen lieber vorbeugen. So. Und ich würde sie jetzt so draufpacken. Es fällt nichts runter. Das Einzige, wo ihr halt drauf achten müsst, ihr müsst es gerade halten. Sobald ihr anfangt zu biegen, ein bisschen mit Kraft jetzt, nur um euch zu demonstrieren, fallen die Sachen halt schon runter. Was ich auch laminiere, sind zum Beispiel Fadengrafik-Schablonen. Ich meine, ich habe so ein ähnliches Video schon mal gedreht, vor 5, 6 Jahren. Ich habe mal in einer Zeitschrift, das müsste die, das Hobbyjournal, genau, Hobbyjournal 59, ich glaube, wir sind jetzt bei 200, 300, ich weiß es nicht, welche Ausgaben. Ich habe mir die Seite hier aufgeschrieben, Seite 44. Ich habe mir das fotokopiert und jetzt habe ich dann eine Fadengrafikvorlage, die ich dann auch wirklich prickeln kann. Habe ich denn eine benutzte hier? Ja, hier zum Beispiel eine. Die, da weiß ich gar nicht, wo das herkommt. Nach dem Prickeln sieht das halt von der Seite so aus. Aber die Folie ist nicht kaputt. Das heißt, ihr könnt das wieder und wieder verwenden und das ist schon ganz klasse. So, dann kann das auch wieder weg. Jetzt kommen meine Bordüren. Da sind jetzt Sets vom Action und die sind teilweise ja noch zusammen. Das heißt, da empfehle ich euch so eine kleine eine Zange. Und mit der Zange könnt ihr dann die Sachen einfach abknipsen. Manchmal geht es auch einfach so. Die ist jetzt sauber. Das größere Stück hier mit der Zange.
Mir ist das jetzt auch total egal, dass ich die Sets jetzt durcheinander habe. Das sind für mich Bordüren. Die werden eher alle auf einer Folie bei mir sortiert. Die sind halt für die CD-Hüllen zu lang. So. Die wir gerade hatten, die würden rausgucken. Also für mich ist das nicht so schön. Also habe ich irgendwann angefangen, das Ganze dann auf A5 zu vergrößern. Und da kann ich halt mehrere Stanzen auf einmal platzieren. Und wenn ich Bordüren suche, weiß ich, ah ja, die sind in meiner Kiste, in meiner A5-Größe. Und da kann ich die einfach durchblättern. So, hier ist auch noch was. Die ich benutzt habe, sind schon sozusagen getrennt. Das ist halt etwas, was Zeit kostet. Aber ich finde, wenn man das einmal konsequent durchzieht, nach und nach, wie man Zeit hat, das Ganze ergänzt bei den neuen Sachen, die man gekauft hat und am Ball bleibt, dann spart es einem im Endeffekt schon Zeit, wenn man dann weiß, ah, ich brauche was Bestimmtes, ich brauche heute einen Kreis, ich brauche heute eine Bordüre und keine Ahnung was. Also für die kleinen Sachen gehe ich dann zu meinem CD-Regal und picke mir dann halt meine Stanzen raus. Weiß ich, es ist was Größeres, dann ist das mein Körbchen. Und das Körbchen steht bei mir im Regal, direkt am Schreibtisch, weil die sind schon ziemlich schwer. Je voller ihr das Ganze macht, desto schwerer ist es. Ihr dürft nicht vergessen, es ist Metall. Und man möchte ja nicht, was weiß ich, viele Kilos auf einmal heben. Deswegen steht das, wie gesagt, bei mir am Tisch. Ich brauche das rausziehen, also nur schieben und das war's. So, jetzt sind die alle getrennt. Ist die Frage, wie positioniere ich das Ganze? Ich denke mal, so bleibt es schon mal ganz gut. Das sind die neueren Kollektionen, aber auch da muss ich sagen, hat mir tatsächlich nicht alles gefallen. Deswegen habe ich mir nur die rausgepickt, die ich gedacht habe, die eignen sich für mich, die gefallen mir, die kaufe ich. So. Und dann arbeiten wir uns von unten nach oben durch. Immer ein bisschen Abstand dazwischen lassen. Ich hoffe auch, dass ich das jetzt alles auf ein Blatt drauf kriege. Deswegen mal schauen. Also, was ich noch dazu sagen wollte, das ist jetzt meine Aufbewahrungsidee und wie ich das handhabe. Das heißt nicht, dass ihr das genauso machen müsst, aber ich weiß, dass immer welche auf der Suche sind nach der Idee oder die wissen einfach nicht, wie sie etwas verräumen, dass für sie das auch irgendwie einen Sinn macht. Also dieses System hat bei mir schon seit 7 Jahren, glaube ich, konstante Position. Und das heißt, ich habe das seitdem nicht geändert. Ich habe das so ähnlich auch für meine Stempel.
Bei den Stempeln ist es leider schwierig. Ich habe inzwischen so viel, dass ich dann teilweise nicht mehr weiß, von welchem Hersteller welches Set ist. Und wenn ich dann was suche bei der Menge, das funktioniert manchmal nicht so gut, diese Aufteilung. Also nicht das System selber, sondern wie ich das Ganze geteilt habe. Ich habe das nach den Herstellern sortiert und wie man sich das inzwischen vorstellen kann. Von Action, ich habe so viele Stempel und wenn ich dann was Bestimmtes suche, kann das halt durchaus dauern. Für die letzte Stanze habe ich jetzt eine durchgeschnitten, weil ich denke, da lohnt sich dann nicht, eine ganze Folie zu verschwenden oder eine ganze, nennt sich dann ganze Breite. Und das funktioniert halt auch. So. Das Ganze nur noch in die Hülle rein. Und das war's. Ich hoffe, dass das jetzt dem einen oder anderen gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!